Thank you.
Hochkapitel Markus Fleischmann, Gespann Nummer 3, Einzelfahrer, hier auf der Höhe, meine Damen und Herren, in Österreich. Herr Kostel, meine Grüße, Herr Kostel. Markus Fleischmann, der Österreich, auf der Assistenz-Individual. Der Flo Toro, Toro war ein 16-jähriger Karolin-Wallach aus Nabelis-Herren. Der Gegend ist in Berlin. In Holland gezogen, aus Namens R. Seine erste Weltmeisterschaft im Vorjahr 9. in Altenfelden und 16. in Sistersdorf, war ja auch 15. in Fichtwang. Daher hat er sich den Platz hier geholt. Sind noch österreichische Supporter da, Fahrsportfreunde, anfeuern, das ist euer. Bestzeit momentan 43,92. Voller Pulle. Ja. 53,20. Immerhin der beste Österreicher bis jetzt. Und das war ja auch der erste. Sejtem, mi van vele az a gond. Mi? Most sejtem, mi van vele. Oké, esetleg azt lehetne, hogy a kintinek vinni egy másik kamerát, nem tudom, hogy... Eine schöne Kulisse, wenn man es so sieht, alle Gespanne, die hier hin und her fahren. Markus Fleischmann auch schon im Hindernis 3, links oben da, das Hindernis, das von H und S der Zaun gesponsert wird. Leider haben wir keine Live-Scoring, meine Damen und Herren. Die Internetverbindungen sind ein bisschen schwierig, aber was wir sehen, werden wir Ihnen mitteilen. Thank you.
Messen. Messen. Én meg itt, amikor rád néztem, kicsit elhoztam. Nem válaszolsz. Begrüßen wir für Österreich, liebe Fahrsportfreunde, der erste Einzelfahrer für Österreich, Markus Fleischmann. Mit Ihrem Applaus, Österreich.
Markus Fleischmann war auf Rang 69 nach Marathon und Dressur. Pferd Toro, ein 16-jähriger Wallach in Holland, gezogen. Ja, in der Mitte steht Gabor Finta, meine Damen und Herren, mit Sonnenbrille. Das ist der Mann, der internationale Parcoursbauer, der das hier so schön gestellt hat. Neben ihm Richard Papens, der FEI-technische Delegierte. Markus Fleischmann, meine Damen und Herren, in der Zeit gut gefahren. Zwei Kegel am Boden, 6 Punkte. Und damit führt er ins Kegelfahren, meine Damen und Herren. Also die Zeit ist möglich, das hat der Markus gezeigt. 6 Punkte führen Markus Fleischmann.